Kneipenretter auch mal nachschauen, liebe Leute. Kneipenretter, die versuchen auch gerade eben Spenden zu sammeln für kleine Kiezkneipen, kleine Eckkneipen, damit die irgendwie über die Runden kommen und nicht alle dicht machen müssen, weil das sind ja oft Familienbetriebe oder sowas, die haben auch vielleicht nicht große Rücklagen. Das Bier kostet da auch nur 2 Euro oder so, nicht wie in so einer hippen Disse. Disse, wieso sagt man noch Disse? Nein, aber sagt man noch Disse? Ich weiß nicht, sagt man wahrscheinlich nicht. In einem hippen Club in Friedrichshain, wo irgendwie ein Bier dann irgendwie um die 5 Euro kostet. Nein, da kommt man noch günstig bei weg und Kneipenretter kümmert sich eben um solche kleinen Kneipen. Und deswegen haben wir uns für dieses Dachkonzert einen Song ausgesucht von Peter Alexander. Da geht mein Herz sowieso auf, weil da große viele Kindheitserinnerungen Julias hochkommen. Julias Jugendzeit. Meine Jugend damals. Ja, ich bin viel älter, als ich aussehe. Nein, aber sonntags, nachmittags oder vormittags einen Peter Alexander-Film gucken. Das war meine Kindheit. Und der Song von Peter Alexander, Die kleine Kneipe, das passt einfach gerade sehr, sehr gut zu diesem Thema. Kneipenretter.de. Check das mal aus und ja. So. Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pilz in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per Du. Kleine Kneipe in unserer Straße, dort wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die kleine Kneipe Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe, in unserer Straße, da fragt dich keiner,
was du hast oder bist. Prost! Prost! Prost, ja. Jetzt werden. Jetzt das Pilz hat mich jetzt gerade. Ah, es hat mich. Da lief mir direkt, habe ich gemerkt, das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe, ja. Die Leute haben jetzt vorm Bildschirm ein Getränk in der Hand und konnten so mitschunkeln und mittrinken sozusagen. Also es macht schon Laune, wieder in die Kneipe zu gehen. Also ich freue mich